Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es wieder ein Do-it-yourself mit Klötzchen. Diesmal braucht ihr so circa 7 Klötzchen. Die macht ihr alle schön als eine Grundplatte, klebt die zusammen. Solltet ihr von einem anderen Do-it-yourself-Projekt eventuell noch so eine Grundplatte übrig haben, verwendet gerne die. Hauptsache es gibt so ein schönes Viereck. Wenn alles schön getrocknet ist, kommt jetzt sozusagen der zweite Step, wo wir so eine Art IKEA-Hack verwenden. Und zwar gibt es für den Packschrank so eine Filzmatte. Die habe ich jetzt einfach schon mal zugeschnitten für mein kleines Brett. Die klebe ich jetzt auf. Das mache ich auch mit einem einfachen Holzleim. Drehe ich nochmal um, ob ich irgendwo Ränder auf habe. Die kann ich dann dementsprechend nochmal abschneiden. So. Das lasse ich jetzt auch nochmal schön in Ruhe trocknen. Und dann der letzte Step ist, dass man so eine etwas größere Holzkugel nimmt, den Boden mit etwas Schleifpapier anschleift und anschließend so eine beliebige Ecke, wo man es haben möchte, hinsetzt und selbstverständlich auch wieder mit Holzleim festklebt. Das lässt man jetzt ganz gut trocknen. Zum Schluss braucht ihr noch so ein bisschen Trockenblumen. Daraus macht ihr euch ein süßes kleines Sträuchle, was ihr anschließend hier in diese Kugel stecken könnt. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video.